Eine Minute haben wir noch. Aber ich würde sagen, also erstmal ein dickes, fettes Danke, dass ihr euch wirklich jetzt auch noch so spät, kurz vor der Mittagspause mit dazu schaltet und euch jetzt hier nochmal die allerletzte Session gebt. Ich denke, es wird auf jeden Fall wert sein. Die Leute, die sich schon in der zweiten Session mal mit reingeschalten haben, in die Panel-Diskussion, da habt ihr ja schon mitbekommen, da wurde auch teilweise schon mal so ein bisschen darüber geredet, wie wir bei Stuffbase vielleicht auch interne Kommunikation nutzen, gerade auch aus Julies Perspektive als interne Kommunikatorin bei Stuffbase. Und ja, das ist jetzt der dritte Durchgang vom RR Bootcamp, den wir hier ausrichten. Und dieses Thema KI beschäftigt uns jetzt auch schon seit über einem Jahr sehr intensiv. Und das hat halt auch vor unseren Produkten halt nicht Halt gemacht. Und in dieser Session möchten wir euch einmal so ein bisschen die Einblicke geben, wie das bei Stuffbase ausschaut, was für Features wir quasi in unserer Kommunikationsplattform verinnerlichen. Ich glaube, das ist einerseits für sowohl Bestandskunden interessant, aber auch für ja, Interessierte, die sich einfach mal dafür interessieren, zu sehen, wie halt KI und eine Kommunikationsplattform Hand in Hand gehen können. Und da freue ich mich, dass wir heute zwei Expertinnen intern mit dazu geholt haben. Einmal den lieben Mike und einmal den lieben Florian. Die beiden sind im Bereich Product Marketing und Product Development tätig und werden euch heute so ein bisschen Einblicke in verschiedene KI-Features, Projekte geben, die aktuell angelaufen sind, teilweise noch in der Beta sind, teilweise auch schon fest implementiert sind. Und ja, wir werden auch mal in ein Tool genauer reinschauen und uns mal angucken, wie das dann in der direkten Umgebung auch ausschaut. Und damit würde ich sagen, übergebe ich gleich das Wort an Mike, wünsche allen viel Spaß und nutzt gerne jederzeit den Chat, um eure Fragen loszuwerden. Ich werde den im Auge behalten und werde dann die Fragen auch gegebenenfalls oder Anmerkungen einwerfen an einem gegebenen Zeitpunkt, spätestens dann am Ende der Session. Cool. Danke, Steven. Mich hört man, ne? Ja. Cool. Ihr habt ja heute schon viel rund um das Thema KI gehört und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wir sind doch Kommunizierende. Wir lieben es ja zu kommunizieren, zu schreiben, Inhalte zu erstellen. Warum sollten wir KI für etwas nutzen, das wir lieben? Die größte Herausforderung in der Kommunikation ist gerade der Mangel an Zeit und Kapazität. Und ich meine, was soll man dazu noch groß sagen? Ihr kennt das mit Sicherheit. Die Welt bewegt sich immer schneller. Unternehmen müssen ständig auf Neuigkeiten oder Krisen reagieren. Das bedeutet aber auch, dass die Kommunikation gerade jetzt super wichtig ist. Aber wenn ihr Kommunikation richtig machen wollt, kostet das halt auch eben Zeit. Und anstatt Texte zu formatieren, will man vielleicht lieber strategischer arbeiten oder halt eben am Puls der Zeit bleiben. Und hier kommt unser Produkt Staff-Based Companion ins Spiel. Wir entwickeln nämlich gerade einen virtuellen Partner für die Kommunikation und bauen den gerade aus. Und Companion ist nicht nur ein Feature, sondern eine langfristige KI-Vision für uns. Und wir werden in den kommenden Monaten auch verschiedene KI-Funktionen unter diesem Namen anbieten. Bevor wir da aber noch mal ein bisschen tiefer reinsteigen, wollte ich euch nur noch mal zeigen, dass Companion auch wirklich ein sehr, sehr großer Schritt für uns ist. Wir waren immer sehr vorsichtig bei der Integration von KI in unsere Plattform. Weil, das kennt ihr mit Sicherheit alle, KI wird oft als Buzzword benutzt. Für uns sind jedoch vier Dinge entscheidend. Also erstens, wir wollen sicherstellen, dass KI nur dann integriert wird, wenn sie einen echten Mehrwert für Kommunizierende bietet. Zweitens, KI soll nur eine unterstützende Rolle einnehmen. Also der Mensch soll bei Staffbase immer die Kontrolle behalten. Drittens, wir wollen unser Fachwissen im Bereich Kommunikation mit der führenden KI-Technologie kombinieren. Und viertens, wir folgen einem ganzheitlichen Ansatz für KI. Das heißt, wir bauen Lösungen, um sowohl im Büro, aber auch an der Frontline effizienter zu sein. Und ihr habt euch vielleicht schon gewundert, wieso es Staff-Based Companion heißt. Das erklärt vielleicht auch den Namen Companion. Die KI bei Staff-Based ist nämlich nicht da, um euch euren Job wegzunehmen. Companion soll euch unterstützen, euch das Leben erleichtern, damit ihr halt eben mehr Zeit und Kapazität für die Dinge habt, die halt wichtig sind. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, wie sieht das Ganze im Produkt aus? Wir haben unser erstes Feature, was jetzt schon live gegangen ist, und zwar den Companion Editor. Und das ist ein persönlicher Content-Assistent, der für die Kommunikation entwickelt wurde. Die Idee ist relativ simpel. Wir wollten Generative AI für die Kommunikation einfach und intuitiv zur Verfügung stellen. Und das haben wir getan, indem wir das nahtlos in unserem Editor integriert haben. Wir haben optimierte Prompts basierend auch auf Best Practices und das Ganze ist seit Q2 jetzt für alle Kundinnen kostenlos verfügbar.
Und auch interessant, man braucht hier keine zusätzlichen Logins oder Lizenzen für. Und Florian, ich sehe schon, du bist schon ganz heiß, das jetzt zu zeigen. Wie das Ganze aussieht, zeigt euch jetzt nämlich ganz kurz der Florian. Mal auf meinen. Genau, dafür übernehme ich immer kurz den Screen mit unserem Editor, um euch ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze dann in der Praxis ausschaut und wie ihr das verwenden könnt. Für diejenigen unter euch, die jetzt noch nicht irgendwie mit dem Staffbase Studio gearbeitet haben, also unser Content-Management-System, in dem ich mich hier befinde, dazu erkläre ich nochmal ganz kurz, wo wir hier sind. Bin hier gerade in der Ansicht, um einen Artikel zu erstellen. Das ist ein News-Artikel und ich glaube, wenig überraschend, selbst wenn ihr es noch nicht selbst verwendet habt. Hier gibt es einen Titel, einen Teaser-Text, die Möglichkeit, ein Bild einzufügen und natürlich den Editor hier unten, wo ich meinen Text anlegen würde. Ich habe ein kleines Beispiel hier. Man sieht schon, dass wir hier so ein paar kleine Hinweise haben, denn anders als beim letzten Mal, das ist jetzt neu, die künstliche Intelligenz hier komplett mit integriert. Das heißt, ich habe direkt hier Zugriff, wie der Mike eben auch schon erwähnt hat. Ich muss nicht irgendwie immer zwischen Browserfenstern hin und her da irgendwelche Prompts eingeben, kopieren, extra Account anlegen, sondern ich kann es alles direkt hier machen. Die hier oben sind noch nicht aktiviert für Titel und Teasertext, weil ich müsste ja erstmal einen Text generieren, mit dem ich das machen kann. Und dafür sehen wir hier unten dieses kleine Zauberstabmenü neben den ganzen, ich glaube, auch bekannten Symbolen. Und wenn ich da mal draufklicke, dann sehe ich, dass ich hier mehrere Optionen habe. Das erste ist eine eigene Anfrage, schreiben, den sogenannten Prompt. Ich kann aber auch einen Entwurf generieren oder Anregungen erhalten, einfach indem ich da ein Keyword mit eingebe. Wir wollen mal hier die eigene Anfrage schreiben. Dann sehen wir gleich, dass ich hier so ein Prompt-Fenster hier drin habe. Und ich habe jetzt mal hier ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise eine Kollegin hatte das schon vorbereitet. Und was ich schreiben möchte, ist hier so ein relativ klassischer Intranet-Artikel vielleicht zum Thema Mayas Erfahrung als Azubi bei Industriegeräte Müller, ein ausgedachtes Unternehmen in diesem Kontext. Das heißt, was ich hier hinzugefügt habe, ist eben wie so eine kleine Headline. Ich sage kurz, worum es geht. Sie macht eine Ausbildung zur Industriemechanikerin. Und dann habe ich einfach ein paar Zitate von Maya. Also wir sind hier relativ frei in dem, was wir eingeben. Jemand, der generative KI schon mal benutzt hat, kennt das vielleicht von diesem Prompting. Hier kann halt alles rein von, wie gesagt, hier so Zitaten, eine kleine Anweisung, ein schon vielleicht geschriebener Entwurf oder einfach nur ein paar Bullet Points und damit kann die KI dann arbeiten. Jetzt kann ich hier einfach mal auf Absenden klicken und dann wird das passieren im Hintergrund und sobald der Text fertig ist, bekomme ich hier den ausgespielt und auch dann habe ich hier noch so ein paar Optionen. Also ich kann jetzt hier, sehe hier, okay, was ist der Text, den jetzt die KI aus diesen Zitaten gemacht hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier schon eine kleine Überschrift dabei. Heute möchten wir euch von Mayas Erfahrung als Auszubildende zur Industriemechanikerin berichten. Und jetzt kann ich mir das anschauen. Okay, vielleicht finde ich das ganz gut als ersten Draft. Dann könnte ich hier jetzt sofort diesen Text einfügen. Ich könnte aber auch die Anfrage anpassen oder ich könnte einfach mit derselben Anfrage den Text neu generieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist vielleicht ein bisschen zu extern gesehen. Ich würde mal die Anfrage anpassen und mal schauen, ob die KI uns helfen kann, diesen Artikel aus Mayas Sicht zu schreiben, als hätte sie es sozusagen selbst gemacht. Und dafür würde ich das ganz leicht abändern. Schreibe einen Internetartikel zum Thema aus Mayas Perspektive. Und vielleicht heißt er dann auch nicht Mayas Erfahrung, sondern dann heißt er vielleicht meine Erfahrung. Und dann schicke ich das einfach nochmal ab, ansonsten mit denselben Zitaten und guck mal, was passiert, ob mir das dann besser gefällt. Also hier können wir einfach direkt auch Einfluss nehmen und dann sieht man auch, dann ändert sich hier gleich alles ein bisschen. Ich bin Maya, mache derzeit eine Ausbildung. Und dann habe ich das hier sozusagen erstellt. Ich sage jetzt mal, ich bin happy jetzt mit diesem Text, den füge ich jetzt einfach mal ein. Und hier sehen wir auch sofort, dann ist der einfach in dem Editor, als hätte ich was selber geschrieben. Hier nochmal, es geht darum, dass wir
sozusagen euch Werkzeuge an die Hand geben, um einfach bestimmte Prozesse ein bisschen effizienter zu gestalten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es, ne, wenn man einen Writer's Block hat oder irgendwie keinen guten Einstieg findet oder wenn man auch einfach, wie Maike auch schon erwähnt hat, einfach keine Zeit hat, weil es einfach zu viel gerade los ist, dann kann man das hier nehmen. Man hat dann aber die komplette Kontrolle natürlich darüber, weil das ist jetzt hier einfach in dem Editor. Ich kann das hier beliebig bearbeiten, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt. Ich nehme zum Beispiel den Titel hier mal raus, weil den brauche ich gar nicht, und kann hier das Ganze noch umschreiben. Jetzt haben wir gerade auch gesehen, wenn ich hier den Text markiert habe, egal ob das irgendwie ein Satz oder ein Wort oder vielleicht auch der ganze Block ist, dann taucht hier nochmal so ein kleines kleiner KI-Button auf. Den kann ich auch mal auswählen und dann sehe ich, dass ich noch so ein paar zusätzliche Optionen habe, die jetzt speziell auf redaktionelle Arbeit abgestimmt sind. Und auch hier geht es wieder darum, euch das Leben und die Arbeit zu erleichtern, sodass man hier gar nicht großen neuen Prompt irgendwie definieren oder formulieren muss, sondern ich kann hier einfach, das haben wir im Prinzip schon vorformuliert, ich kann Stil anpassen, Text kürzen, Text verlängern. Ich könnte aus diesem Text Stichpunkte erstellen oder auch eine Zusammenfassung generieren. Das kann ich hier direkt machen, auch einen Stil anpassen zum Beispiel, könnte ich sagen, naja, jetzt gerade ist das irgendwie eine einfache Formulierung vielleicht, ich möchte das irgendwie ein bisschen im Ton anpassen, vielleicht auch derjenigen Person, die die Geschichte erzählt, und das kann ich einfach hier direkt machen. Ich könnte zum Beispiel mal kurz vielleicht ein paar Stichpunkte erstellen, dann wird jetzt im Prinzip das, was hier in diesem Fenster generiert wurde, jetzt nochmal genommen und jetzt habe ich hier aus diesem Text Stichpunkte erstellt. Ich könnte jetzt diesen Text damit ersetzen, das möchte ich natürlich nicht machen, aber ich kann ihn noch unterhalb einfügen. Das heißt, wenn ich hier noch irgendwie so eine Art Zusammenfassung, too long, didn't read, für die Kollegen noch bereitstellen möchte, dann kann ich das hier genauso machen. So, das zum generellen Text editieren. Und dann haben wir ja hier oben noch ein bisschen was zu tun, weil wir haben noch gar keinen Titel und auch noch keinen Teaser-Text. Jetzt können wir aber schon sehen, dass diese Funktionen, die vorher noch hier so ein bisschen ausgegraut waren, jetzt verfügbar sind. Und wenig überraschend wahrscheinlich, was da passiert, zumindest im Vordergrund. Wenn ich hier draufklicke, wird mir hier gleich auf Basis des Textes ein Titel vorgeschlagen. Meine Erfahrung als Auszubildende, Maya teilt ihre positiven Eindrücke. Finde ich jetzt noch ein bisschen lang. Ich kann hier einfach nochmal entweder den auch einfügen oder einfach nochmal auf neu generieren. Dann nimmt er das nochmal. Ach, wieder relativ lang. Mal gucken, jetzt kommen vielleicht nur noch lange. Deswegen nehme ich den jetzt einfach mal. Da kann man aber natürlich auch das Ganze noch bearbeiten, wie man möchte. Und dann kann ich dazu noch einen Teaser-Text generieren. Das funktioniert im Prinzip ähnlich. Was wir hier wieder eben versucht haben, ist diese ganze Interaktion, die man normalerweise mit generativen KIs hat, hier sozusagen direkt hinter einen Button zu packen. Also wenn man jetzt schaut, das ist halt mit einer Anweisung verbunden, dass wir hier im Prinzip die klassische Struktur von so einem Teaser haben. Also wir sehen hier irgendwie, gibt es am Anfang so einen kleinen Stimulus, hier gibt es eine These, hier gibt es einen kleinen Cliffhanger. Auch den kann ich entweder einfügen oder neu generieren. Ich mache mal einfügen und jetzt kann ich, genau wie bei allen anderen Artikeln, hier entweder noch ein Bild hinzufügen, direkt veröffentlichen oder als Entwurf speichern. Und damit habe ich sozusagen mithilfe der KI, die mir hier ein bisschen Starthilfe gegeben hat, einen Artikel generiert und den mit dem kann man jetzt sozusagen weiterarbeiten. Damit wäre ich am Ende dieser Präsentation hier. Kurzer Einblick in das Live-Tool, also nochmal voll integriert, ohne irgendwie kompliziert zwischen Fenstern hin und her zu wechseln, keine extra Accounts, direkt optimiert auf redaktionelle Arbeit. Und ja, jetzt gebe ich damit zurück an Mike, weil der hat noch ein paar andere spannende Themen. Genau, ich habe jetzt meinen Bildschirm nochmal geteilt. Ich glaube, du musst jetzt aufhören zu teilen, dann ist es, glaube ich, jetzt los. Mache ich mal gerade. So. Perfekt. Genau, wir wollen KI natürlich nicht nur für die Erstellung von Inhalten bei Staffbase nutzen, sondern auch, um die Employee Experience zu verbessern. Ich habe ja eben schon mal gesagt, dass wir da einen sehr holistischen Ansatz haben, also nicht nur für Admins, sondern auch für End-User. Und ein erster Schritt in diese Richtung ist Companion Search.
Wir wollen nämlich die Suche nach Inhalten für Mitarbeitende schneller und auch einfacher machen und bauen dafür gerade einen Chatbot. Und dieser Chatbot soll Mitarbeitende davon abhalten, ewig im Intranet, SharePoint, Workday, SAP und Co. suchen zu müssen, um halt wichtige Informationen zu finden. Companion Search wird nämlich mit den Inhalten des Intranets und der Staffbase-App gefüttert, sodass Informationen super schnell gefunden werden können. Und hier gibt es natürlich dann auch Einstellungen, damit nur die Inhalte angezeigt werden, die auch wirklich gesehen werden sollen. Wie das Ganze aussieht, habe ich jetzt hier mal mitgebracht. Wir bauen das Ganze gerade noch aus und sind gerade noch in der Testphase. Also es ist gerade noch eine Beta-Version. Die Screenshots sind aus unserer Staff-Based-Testumgebung. Alles noch auf Englisch. Es wird aber natürlich auch mehrere Sprachen werden verfügbar sein. Was man aber hier super sieht, ist, dass es natürlich auch verschiedene Anwendungsfälle gibt. Im ersten Screenshot sieht man zum Beispiel die Frage, welche Rolle habe ich jetzt zum Beispiel? Ich wüsste nicht, wieso ich die fragen würde, aber einfach nur, um das mal zu zeigen. Es werden also personenbezogene Daten auch wiedergegeben. Das ist mit integriert. Im zweiten Beispiel, jetzt in der Mitte, kann man auch sehen, dass man zum Beispiel auch Dokumente finden kann. Hier zum Beispiel die Remote Work Guideline. Und im letzten Beispiel sieht man dann auch, dass zum Beispiel unternehmensspezifische Inhalte angezeigt werden können. Also Voices ist ja zum Beispiel auch die Stimme oder die Stimmen im Englischen. Ich habe jetzt einfach nur geschrieben, wie war die Voices? Und Companion Search hat dann halt auch direkt das Event ausgespuckt, denn die Voices ist unser größtes Kommunikationsevent, was wir einmal im Jahr veranstalten. Wichtig hier auch noch zu sagen, ist, dass es natürlich nicht nur die Antwort ausspuckt, sondern man kriegt auch direkt die Quellen mit geliefert und kann so dann halt auch sehen, wo die Informationen halt herkommen. Man kann sich da dann auch nochmal reinklicken. Genau. So viel zum Thema Companion Search, nur als kleiner Einblick. Wir wollen euch aber nicht nur helfen, Zeit zu sparen. Also das ist ein großer Aspekt, wo die KI halt auf jeden Fall helfen kann. Was wir aber auch ebenfalls machen möchten, ist langjährige Erfahrung aus der Kommunikation nahtlos in eure Arbeitsabläufe einfließen lassen. Denn die Superpower von Comms ist ja das tiefe Wissen über eure Zielgruppen, deren Bedürfnisse, die Gefühle, Wahrnehmungen. Durch eure Erfahrung, die ihr ja jahrelang gesammelt habt, wisst ihr, wie eure Zielgruppe, wie ihr eure Zielgruppe wirklich erreicht. Aber das Ganze braucht natürlich Zeit, dafür braucht man Empathie, das benötigt ständige Aufmerksamkeit, viel Nähe, extrem viel Erfahrung und irgendwann wird das Ganze dann zur Intuition. Aber ihr seid ja nicht die einzigen Unternehmen, die Content erstellen. Was wäre also, wenn alle Kollegen und Kolleginnen Zugriff auf dieses Zielgruppenwissen hätten? Und genau daran arbeiten wir gerade, nämlich an einem Produktkonzept namens Audience Intuition. Und da gibt es drei verschiedene Schritte zu. Da führe ich euch mal kurz durch. Im ersten Schritt werden nämlich bei Audience Intuition die Zielgruppen-Insights direkt im Arbeitsablauf bei der Erstellung vom Content angezeigt. Das heißt, wir analysieren das Zielgruppenverhalten. Das wird dann durch die KI ausgewertet und dann in Empfehlungen umgewandelt, um halt Content zu verbessern. Und mit diesen Empfehlungen kann man dann Inhalte für bestimmte Zielgruppen anpassen. Hier zum Beispiel in dem Beispiel geht es um geografische Zielgruppen. Man kann zum Beispiel sehen, dass Mitarbeitende in Kanada, die reagieren vielleicht anders auf das Thema Nachhaltigkeit als zum Beispiel Mitarbeitende in Schweden. Und Audience Intuition schlägt dann je nach Zielgruppe optimierte Titel, Texte oder halt auch Bilder vor, die dann direkt hinzugefügt werden können in dem Editor. Im nächsten Schritt werden aber natürlich nicht nur Content-Verbesserungen vorgeschlagen, sondern Audience Intuition zeigt auch an, wie Zielgruppen eventuell auf diesen Content reagieren könnten. Dafür nutzen wir drei verschiedene Kennzahlen. Einmal Reichweite hier auf der linken Seite, Interaktion in der Mitte und dann auch Sentiment auf der rechten Seite. Was Audience Intuition tut, es vergleicht dann die erwartete Performance von dem Inhalt, den man gerade erstellt, mit der Baseline und zeigt dann die Prognose pro Zielgruppe an. Also man kann dann wirklich reinklicken und sagen, wie ist die Prognose der Reichweite zum Beispiel für meine polnische Zielgruppe oder für meine schwedische Zielgruppe? Wie ist das Sentiment rund um das Thema Nachhaltigkeit
in meiner schwedischen Zielgruppe. Zu guter Letzt, und hier wird es dann richtig praktisch, ihr kennt wahrscheinlich alle diese Angst, auf Senden zu drücken. Man hat einen Inhalt erstellt, aber wie wird die Mail oder der Post an die ganze Firma wirklich ankommen? Das ist die ganz große Frage. Am Ende muss man immer noch auf Senden drücken und das ist so ein leicht heißer, schwitziger Moment. Audience Intuition checkt euren Inhalt nochmal vor dem Absenden, um genau diese Angst zu nehmen. Das ist also so, als ob man zum Beispiel den Post oder die E-Mail dem erfahrensten Teammitglied zeigen kann. Und Audience Intuition dient dementsprechend halt auch als Frühwarnsystem für Missverständnisse, aber auch für Verbesserungsvorschläge. Und das Ganze ist tatsächlich so innovativ, dass wir das jetzt auch während der Voices zum Patent angemeldet haben. Das heißt, das wird dieses Feature, also Audience Intuition, wird es nur exklusiv bei Staffbase geben. Wir arbeiten bereits dran, gerade sind wir noch in der Konzeptphase. Die ersten Produktteams sitzen schon dran und sind auf jeden Fall gespannt, euch die erste Version in ein paar Monaten zu zeigen. Damit wäre ich erstmal durch mit den Produkteinblicken. Wir wollen ja auch noch ein paar Fragen gleich beantworten. Eine letzte Slide hätte ich allerdings noch. Und zwar kam da gerade auch eben schon mal eine Frage im Chat. Und zwar, was macht die KI bei Staffbase so besonders? Also warum sollte man KI bei Staffbase benutzen? Das Besondere an unseren KI-Features ist, dass wir ein Microsoft-Hosting nutzen. Dadurch können wir nämlich eine skalierbare KI anbieten, die auch wirklich Enterprise-ready ist. Was heißt das Ganze? Wir verwenden Microsoft Azure OpenAI, ist ein sehr langer Begriff für ein Produkt, und bieten dadurch halt eine zusätzliche Sicherheitsebene für Unternehmen an, die vielleicht noch ein wenig vorsichtig sind oder noch keine KI-Richtlinien eingeführt haben. Was bedeutet das? Ich habe hier auf der rechten Seite auch nochmal einen Screenshot von der Seite von Microsoft hinzugefügt. Und es bedeutet eigentlich nur, dass man alles, was mit unseren KI-Tools generiert wird oder was da reingegeben wird, das wird quasi in einer Bubble behandelt. Also alle generierten Inputs und Outputs bleiben wirklich in eurer Instanz und werden nicht mit anderen Kunden oder mit Microsoft oder OpenAI geteilt. Und eure Daten werden auch nicht für das Training der KI verwendet. Also die KI, ihr müsst jetzt keine Sorgen haben, dass zum Beispiel der Wettbewerb, der vielleicht auch Staffbase nutzt, dass die auf einmal eingeben können, wie sieht die Strategie für 2025 bei Unternehmen XYZ aus? Das funktioniert nicht. Alles bleibt in eurer Instanz, alles ist geschützt, gesichert und es wird nicht geteilt. Ebenfalls interessant ist es auch, dass die KI direkt in Staffbase eingebaut ist. Also Florian hat das eben ja schon gezeigt. Und was das bedeutet, ist, dass man keine zusätzlichen Logins oder Tokens braucht. Ihr benötigt kein zusätzliches OpenAI-Account oder ein ChatGPT-Account, was ja auch oft bei der IT oder bei der Finance-Abteilung helfen kann. Und könnt halt wirklich, sobald ihr Staffbase habt und dieses Feature-Flag halt auch freigeschaltet wird von eurer Staffbase-Ansprechpartnerin, könnt ihr direkt damit loslegen, ohne zusätzliches Investment, ohne zusätzliche Approvals oder Logins und Tokens. Damit wäre ich jetzt auch am Ende. Das war jetzt ein sehr schneller, kurzer Einblick in die KI-Welt bei Staffbase. Falls ihr mehr über KI bei Staffbase erfahren wollt oder ein Feature besonders spannend fandet, könnt ihr euch natürlich auch gerne über euren Staffbase-Kontakt mit unseren Product-Teams in Verbindung setzen. Und ansonsten haben wir noch 7 Minuten, ne, Steven? 7 Minuten für Fragen. Genau, das war auch mein Stichwort. Und da kamen auch so 1-2 Fragen nochmal, die gehen in eine ähnliche Richtung. Vielleicht kannst du das noch einmal klarstellen. Ich glaube, das geht vor allem um den Companion. Wer kann den Companion jetzt schon nutzen? Ich glaube, das waren 2 Staffbase-KundInnen, die gefragt haben, die gesagt haben, dass sie Mission Control nutzen, aber diese Zauberstab-Funktion beim Companion nicht haben. Kannst du da nochmal kurz Licht ins Dunkle bringen, einmal Klarheit schaffen? Genau, also Staffbase Companion ist, also der Editor ist gerade verfügbar für alle Staffbase App und Intranet-Kundinnen und im Laufe des Jahres, jetzt wird es auch verfügbar sein für Mission Control Only Kundinnen, also wenn ihr nur Mission Control oder das damalige Comms Control Produkt habt, weil wir werden das ja langsam rüber migrieren, ebenfalls der Fall für E-Mail. Legt mich nicht auf ein genaues
Datum fest, aber Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird es verfügbar sein. Jetzt gerade auf jeden Fall kostenlos verfügbar für alle App- und Internetkundinnen. Falls ihr es aktiviert haben möchtet, einfach Staffbase-Kontakt anschreiben und das wird dann mit einem Feature-Flag quasi aktiviert. Perfekt, danke dafür. Ich gehe nochmal durch und gucke mal, ob es noch Fragen gibt. Genau, die eine Frage hat ihr schon beantwortet mit Copilot ChatGPT. Also wir benutzen auf jeden Fall ChatGPT über Microsoft Azure OpenAI. Microsoft hat, glaube ich, einen großen Anteil an OpenAI gekauft. Genau, ist aber trotzdem sicher. Also ich kann auch hier nochmal diesen Link reinteilen. Da steht auch mal drin, wie die alle Daten behandeln, Datenschutz. Genau, kann man sich gerne nochmal reinlesen und all das ist quasi auch bei uns verfügbar bei den Staffbase-KI-Tools. Perfekt. Ich glaube, das war auch erstmal die letzte Frage. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich werde auch nochmal eine kleine Abmod jetzt machen, falls euch noch eine Frage einfällt. Nutzt jetzt die Gelegenheit. Ihr habt jetzt hier diesen 1:1 Kontakt zu Mike und Florian. Wenn ihr Fragen habt, stellt diese gerne noch. Ansonsten bieten wir euch auch wie in jeder Session an, ich weiß nicht, ob die Links schon im Chat geteilt wurden, ansonsten passiert das jetzt noch, die LinkedIn-Profile von Mike und Florian. Das heißt, da könnt ihr entsprechend auch nochmal 1:1 auf die beiden zugehen, eure Fragen loswerden, wenn es vielleicht etwas komplexere Sachverhalte sind. Ansonsten, wenn ihr Staffbase-KundInnen bereits seid, dann habt ihr da natürlich auch eure internen Ansprechpartner, auf die ihr da gerne nochmal zugehen könnt. Und ja, ich würde damit sagen, it's a wrap. Danke, dass wirklich immer noch über 200 Leute hier die gesamte Veranstaltung durchgezogen haben. Es freut uns sehr zu sehen und wir hoffen natürlich, dass ihr einiges mitnehmen konntet, neue Impulse und vielleicht jetzt gleich morgen im nächsten Arbeitstag startet und euch denkt, let's go, ich probiere jetzt mal Dinge aus und experimentiere einfach mal und gucke, wie mich KI vielleicht auch unterstützen kann. Genau, wenn ihr ansonsten noch Feedback habt, lasst es uns gerne zukommen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir euch auf einen der kommenden Veranstaltungen begrüßen dürften. Ganz vorneweg natürlich die Praxistour. Wenn ihr uns mal live treffen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, nächste Woche in Leipzig und Hamburg uns zu treffen oder dann übernächste Woche in Basel. Und im September geht es dann weiter in 3 weiteren Städten. Genau, ansonsten checkt gerne unsere Event-Website aus. Da sind sämtliche Veranstaltungen, die wir so organisieren, auch einmal aufgelistet, wird stetig aktualisiert. Dann seid ihr da immer auf dem Laufenden. Der Link dazu kommt auch nochmal im Chat. Damit, wie gesagt, nochmal vielen Dank und auch vielen Dank an dich, Mike und Florian, dass ihr hier nochmal Einblicke in Staffbase KI-Welt sozusagen gegeben habt. Klar. Und dann, ja, danke fürs Zuhören. Sehr gut, dann wünschen wir euch alle eine schöne, wahrscheinlich Mittagspause, die jetzt ansteht. Bei mir knurrt auf jeden Fall schon der Magen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Event. Habt eine schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.